Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, zu unserer ersten nuklearen Rakete. Hier oben steckt feinste Technik drin für einen nuklearen Antrieb, beziehungsweise für einen nuklearen Transporter, der dafür zuständig sein sollte, in der Zukunft unsere Raketen safe zur Duna zu bringen, oder halt die ersten Teile auf jeden Fall. Wir haben hier FMRS, wie gesagt, das ist jetzt drin, aber den brauchen wir aktuell nicht, deswegen werden wir ihn deaktivieren. Ich würde sagen, wir aktivieren alles, was nötig ist. Checken noch einmal die Stages durch, dass alle Triebwerke in der passenden Stage sitzen. Und dann können wir auch schon schauen, wo die Fairing ist. Die Fairing, glaube ich, hier können wir schon früher öffnen. Das ist der Nuklearantrieb, dann würde ich das spätestens mit der Teilung hier machen. Spätestens. Eigentlich sollten wir dafür hier eine Zwischenstage einführen. So, perfekt. So. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, oder warte mal, wir machen das historisch. Muss natürlich hier besser sein. Hier wollen wir doch Sound Enable. Was denn sonst? Sound Set. Atlas 5, Delta V, Falcon 9, Kerbalized, Long March, Orbiter 1, Skylab, Apollo. Nehmen wir Falcon 9. Step 122, RCO. Oh, verify the range. Just green. Switch. RCO, the range is green. 20 seconds. First stage tank pressure nominal. Second stage tank pressure nominal. 10, 9, 8, 7, 6. Und jetzt geht es los. Die neue Ära der Nuklearzeit hat begonnen. Und ich bin gespannt, wie gut das wird. Die ersten Stages haben hier 1, 2 an Schub, die sollten dann auch... Warum jetzt hier schon wieder nichts angezeigt wird, finde ich schon wieder kacke. Das macht das Ganze sehr uncool. Aber wir klären einfach schon mal das hier, würde ich sagen. So, dann sind die auch gleich ready danach. Wir haben hier 1 drin, hier haben wir jetzt wieder 0. Aber im Grunde stimmt ja hier, 1, 7 haben wir dann bedeutet... Ja, um die... gesagt 4000 ms um die obere, um das Schiff in den Weltraum zu bringen, und dann ihr seht schon, wie viel ms das Teil jetzt gerade dazu bekommt. Also dass je höher es ist, desto stärker wird natürlich der Antrieb von dem, und das braucht ja keine 1.0 mindestens, weil es im Weltraum ist. Drehen tut sich das natürlich nicht. Das ist jetzt unter stabilen Booster-Bedingungen erstmal. Wir hätten hier natürlich auch noch Fallschirme anbringen können, aber pff, wer braucht Fallschirme? Wir sehen schon Duna Kerbin. Duna Kerbin brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist ein Schwan. Wir brauchen Kerbin Juna. Genau, Juna. Das ist jetzt absolut nicht mehr Duna, das ist Juna. Ja, wir erreichen hohe, schöne Geschwindigkeiten. Das ist schön. Wir sind bei 8000. Wir aktivieren jetzt die anderen, damit die langsam mal hier einen Angriff machen können in die Drehrichtung von der Rakete. Wir gehen nicht sehr schnell, sehr hoch, und das ist zwar schön, aber nicht unbedingt sinnvoll. Und Booster sind leer. Schnell da raus. Okay, und jetzt die Richtung wechseln. Wir sind immerhin gut unterwegs. Wir haben auf 70 Kilometer schon erhöht. Bedeutet, wir können eigentlich einen vollen Seitenschub jetzt einleiten.
Aber es ist ja tendenziell wurscht, wie hoch wir gehen. Das Ding soll eh rein theoretisch sehr hoch. Je höher es ist, desto besser ist die Boosterleistung. Beziehungsweise die Nuklearantriebleistung. So. Schicken wir das Ding schön rüber. Die komplette Booster Stage ist im Einsatz. Perfekt. Schauen wir mal, dass die... der Periapsis langsam mal hier zum Vorschein kommt. Weil der hat noch absolut gar keinen Bock, sich zu zeigen. Wir reduzieren mal. Kurz. Öffnen. Die Fairing. Und da ist unser Baby, unser neues Herzstück. Ein neues Zeitalter mit neuen Raketenteilen. Oh, das wird schön. Was ich nur sehe, dass der Periapsis gerade nicht ausfällt. Der Periapsis hat so absolut gar keinen Bock gerade. Na, jetzt langsam kommt er bei den letzten 200 MS. Da hat er Lust gefunden, mal rauszukommen, sich zu zeigen. Jetzt, er schaut, wie der runtergeht jetzt. Bei den letzten paar Metern so, okay. Einmal kurz RCS an und einfach nur aus der Booster Stage raus, so. Wieder deaktivieren. Wir aktivieren jetzt die hinteren Solarpaneele schon mal. Jetzt können wir noch eine halbe Station wahrscheinlich sehen, was ich da jetzt hochgeballert habe. Dann könntest du in die Mitte außen, das ist alles Versorgung und das in der Mitte ist nur Lebensbereich. Das wäre voll die gute Station auch. Aber es ist nur in Anführungszeichen die Booster Stage. Das wird hoffentlich viel mehr in Zukunft sein als nur die Booster Stage. Wir aktivieren die anderen Triebwerke jetzt. Und versuchen uns mal rauszuballern. Wir versuchen natürlich, die letzte Stage auch wieder in die Atmosphäre fallen zu lassen. Ob das funktioniert, wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber aktuell schaut das ganz gut aus. Eigentlich könnten wir das auch so machen, dass wir zwei von denen eingefahren lassen in den seitlichen Richtungen. Und dann halt nur sozusagen die seitlichen ausfahren. Je nachdem, dass halt die geschont sind, dann haben wir immer noch Reserve. Dann müssen die nicht so schnell repariert werden, weil wir haben immer Backup. So. Geht auch nicht viel Schub. Interessant. Also wir sehen auch, die Stage steigt nicht so schnell an. Wie erwartet. Wir haben auch gleich den ersten... Oh, warte, habe ich die ausgebaut? Nope, das sind eine 15 Zündungen. Alter! Das kann nur mir passieren. Ich habe keine gute Stage runtergesetzt. Alter Verwalter. Ne, ich kann ja sonst mal offline auch eine neue... Also wir werden eh wahrscheinlich mehrere von denen haben, damit wir mehrere Teile gleichzeitig zu Duna schicken können. Das wird eh wahrscheinlich, denke ich persönlich als Leiter dieser Facility schon, dass wir da mindestens drei Stück von haben werden in der Umlaufbahn jeweils, die auf Aktionen warten. Also dann steckst du immer neue Module an und die werden halt geflogen. Ich denke mal bei 40 sollten wir sie cutten anfangen.
ziehen vorsichtig den Antrieb raus. Fopp. Da ist das gute Ding. Ist es nicht schön? Ist es nicht beautiful? Den Modus umschalten und alles drum dran. Ah, schön. Es lässt sich auch noch gut steuern. Das macht es ja noch umso schöner. Oh, schön ist das. Schön ist das. Schön ist das. Das ist richtig schön. Schaut euch das an. Es schwebt wie eine Gazelle. So, wir machen natürlich den Antennenmodus auch an. Ist ja nur eine Relay-Antenne, aber somit kann das Ding auch noch dem weiteren Purpose dienen, Funk aufrechtzuerhalten durch den Welt, durch den Weltraum. Und rein theoretisch sollte es ja schon, wenn wir jetzt hier gucken. Oh, das hat eine richtig weite, wofür denn die Verbindung die hat? Zu Sordonas V1, okay. Da hat er zwei Verbindungen nach da. Die haben hier viele. Eine rote Verbindung. Es wird, Leute. Es wird. Das finde ich aber lustigerweise fast gar keine zu ihm hin. Okay. Machen wir wieder Standardmission. So. Okay, wir sind auf 27. Spulen wir ein bisschen vor. Wir gehen so auf die 40 oder 50. Das sollte reichen. Da unten sehen wir die andere Stage. Ausrichten. Das sollte klappen. Und dann können wir uns vorbereiten. Nuklearantrieb, erster Schub. Ah, dann sieht seitlich noch so rot leuchtend Dampf rauskommen. So, wir sind jetzt offiziell im Orbit mit der Stage. Jetzt schauen, dass wir so ein bisschen so. Aber wir sind draußen, hier haben wir einen 190er, hier einen 110er. Wir haben unseren Nuklear-Kollegen im Orbit. Jetzt würde mich interessieren, wir haben hier eine Karte rein theoretisch. Die zeigt den das jetzt so circa an. In einem Jahr und 75 Tagen wäre ein Flug zu Duna möglich. 128 Tage zu Eve. Sollen wir einen Lander mal zu Eve schicken? Eine Probe-Lander? Oder wir können auch zum Moho fliegen. Das dauert 1900 ms. Lassen wir uns doch mal vom Minimus Planner hier. Wenn wir sagen Moho, Initial Orbit ist jetzt so ca. 100.000. Final Orbit auch so 100.000. Fangen wir jetzt im heutigen Jahr an. Wenn wir gucken, müsste das ja heute sein, ne? 6, 334, ja. Plotted. Dann hätten wir in... Warum sagt er jetzt mit 5000 ms? Plotted. 2000 hätten wir hier. Hier hätten wir auch ein ganz kleiner Punkt. Machen wir... Plotted. Wir hätten hier überall Punkte mit so 2000 ms. Das würde vollkommen reichen. Was sind das für? Da brauchen wir... Ja. Das wäre wann? Jahr 7, Tag 1. Total V, Ejection V.
Also wir machen einen Burn. Travel Time 90 Tage, das hört sich gut an. Injection Angle Retrograde. Erstmal zum AC-Alarm. Das war schon? Nee, hä? Warte mal. Machen wir jetzt maximal, ja, 7 Tag 10. Plottet. Wir haben genug Schub eigentlich. Also diesen Minispot müssten wir nicht mal nutzen. Was will man sagen? Das ist Tag 726. Ah ne, Arrival, okay. Tag 5 ist Abflug. Add to Calendar. Das wäre in 93 Tagen. Das ist viel zu lang. Nehmen wir den Zeitpunkt mal hier. Das sind 2 Stunden. Nee, what? Das sind 2,7. Mal das Zimmerkalender sind 6 Tage. Das reicht uns auf jeden Fall aus, um eine Moho mal vorzubereiten. Dann ist unsere erste Mission beschlossen. Moho ist das Ziel. Mit dem ersten Transporter. Der Transporter wird hinfliegen und dann zurück zu Kirby gehen. Wir müssen dann genauer planen noch, aber das hört sich nach einem Plan an. Er sagt hier, wir brauchen, wie viel waren es nach Info hier? Irgendwo stand's. Total V sind 2,7, die verbraucht werden. Wir haben 7,6. Bedeutet das fast Dreifache. Sollte also alles gut verlaufen. Close Alarm Details. So, Kirvin Jewel wäre auch noch. Aber 6 Tage, das ist knappe Kiste, du. Schauen wir uns doch mal kurz, warte mal, dafür gehen wir zurück ins Ortungsstation. Als Abschluss für heute unser Ziel an, unser Moho-Ziel. Da schicken wir eine kleine Sonde hin, würde ich sagen. Die sich damit auseinandersetzt. Also landet, ein paar Daten sammelt und da verweilt. Fürs Erste, es kriegt eine Batterie, ein paar kleine Solarpaneele. Soll sich einfach auf den Boden pflanzen. Okay, klein kann sich dann, wir müssen auf den Docking-Standard natürlich achten. Aber, obwohl, wir könnten einen Docking-Adapter an das Teil dran schließen, das dann auf den Boden von Moho knallt. Das ginge. Gehen wir mal zu Moho. Moho, wo bist du, mein Freund? Ich vergesse das immer wieder. Ich habe lange kein Moho. Wo war Moho nochmal? Moho. War eh mal eins unserer Ziele eigentlich. In dieser schönen Dust-Wolke. Ist es ein schöner Planet zum Erforschen auf jeden Fall. Wir werden viele hoffentliche Scientific Data finden. Und vielleicht kann man da auch einen Außenposten in der Zukunft mal errichten. Ein Scanner weg, vielleicht können wir auch 2 Sachen machen. Eine kleine Sonne, die oben drüber hovert, die sich in einem 90-Grad-Winkel, also so drüber bewegt, scannt, macht Fotos, Bodenanalyse macht und einen kleinen Länder, der Bodenanalyse macht und halt am Boden die ganzen Daten sammelt. Das wäre das Ziel für die nächste Folge zum Bauen. Dann schicken wir das hoch, docken es an und bereiten den Abflug vor. Also Leute, wir haben viel zu tun und das erledigen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.